Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Es ist wirklich verblüffend, wenn man sieht, wie stark in Deutschland die Opposition bekämpft wird und wie stark andere Meinungen bekämpft werden. Aber die Zeiten des Wegduckens, die sind nun endlich vorbei. Das kann man wirklich sehr deutlich sagen. Man merkt wirklich eine Änderung des Musters. Früher hat man eher gekuscht, wenn die Opposition bekämpft wurde. Doch nun bläst niemand Geringeres als Alice Weidel persönlich zum Gegenangriff. Und dieser Gegenangriff, der hat es wirklich in sich. Mehr dazu im heutigen Video. Was ist eigentlich Demokratie? Diese Frage stellt man sich zurzeit relativ häufig, weil in Deutschland die Debatte ja immer so verläuft, dass grüne Politiker recht deutlich meinen, vorgeben zu dürfen, was eigentlich Demokratie ist. Zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, unsere Bundestagsvizepräsidentin, die hat jetzt wirklich eine Ansage gemacht, da graust es einem, das kann man gar nicht anders formulieren. Sie meinte nämlich, viele Ostdeutsche, die wären noch gar nicht in der Demokratie angekommen und sie können überhaupt nicht verstehen, dass irgendwer AfD wählt, also es gäbe laut ihr keinen Grund, die AfD zu wählen. Und das sagt eigentlich schon alles aus, was wir praktisch über die aktuelle Denke des Establishments wissen müssen. Also wer irgendwie falschen Anführungszeichen wählt, wer nicht so wählt, wie Frau Katrin Göring-Eckardt es möchte, der ist gar nicht erst in Demokratie angekommen. Das heißt also mit anderen Worten, man soll gefälligst die Parteien wählen, zum Beispiel die Grünen oder Roten, die eben das Establishment haben will, aus denen es besteht, aber auf gar keinen Fall die blaue Partei, weil die ist ja böse. Also ihr merkt schon, das ist wirklich Kindergartenlogik und gerade diese Kindergartenlogik, die hat zu Zeiten, wo wir gerade leben, Hochkonjunktur, weil es immer darum geht zu definieren, Demokratie ist es natürlich nur, wenn wir die Guten, die Tollen gewinnen. Ja, und das ist natürlich klar, dass das nicht funktionieren kann und dass immer mehr Bürger da auch nicht mitmachen wollen, denn wir sehen jetzt eine Umfrage, die ist wirklich unfassbar, das ist eine repräsentative Ipsos-Umfrage zur Bundestagswahl. Die Alternative für Deutschland kommt bundesweit auf 22%. Man kann es wirklich so sagen, mittlerweile geht es schon darauf zu, dass bald jeder Vierte die AfD wählen würde. Also das heißt mit anderen Worten, diese Ausgrenzung, die funktioniert schlicht und einfach nicht mehr. Diese massive Bekämpfung, die funktioniert nicht mehr. Und es gefällt natürlich einigen Akteure nicht. Thomas Haldenwang, der Verfassungsschutzchef, hat ja jetzt schon wieder erklärt, die AfD, die würde immer weiter nach rechts rücken. Und genau sowas, das ist es eigentlich, was kein Mensch mehr ernst nehmen kann. Denn ganz ehrlich, das hört man eigentlich schon seit 10 Jahren über die AfD. Und wenn sie wirklich jedes Mal, wenn es gesagt worden wäre, weiter nach rechts gerückt wäre, dann wäre sie eigentlich schon links wieder rausgekommen. Und da merkt doch eigentlich jeder, was das für ein Unsinn ist. Und dass es wirklich faktisch so ist, dass wir in Deutschland mit der AfD überhaupt erstmals wieder eine normale demokratische Mitte-Rechts-Partei haben. Denn das demokratische Spektrum sollte ja alle Positionen abbilden. Und dass die AfD überhaupt möglich war, dass sie ins Parlament kam, liegt ja nur daran, weil wir eine Repräsentationslücke in Deutschland hatten. Die CDU ist nach links gerückt, nach grün, was mir wirklich zum Beispiel auch in NRW jetzt ganz deutlich sehen kann, wo ja der Ministerpräsident Wüst größtenteils auf Abschiebungen verzichtet, ist kein Witz, ich blende hier auch die Quelle aus der Welt ein, des grünen Koalitionspartners zuliebe vielleicht, man weiß es nicht so genau, aber Abschiebungen soll es nur noch in seltensten Fällen geben, nein, man soll sogar Menschen in Deutschland bleiben lassen, die abgelehnt sind, also abgelehnte Asylbewerber und das soll dann Rechtsstaatspolitik der angeblich konservativen CDU sein? Natürlich nicht. Und das ist ja der Grund, warum sowas wie die AfD überhaupt möglich war und warum es auch berechtigt ist, dass es so eine Partei gibt, weil es aktuell in Deutschland gar keine andere Partei gibt, die überhaupt die bürgerliche, die rechtsdemokratische Position abdeckt und es immer Menschen diese Partei wählen, ist also nur folgerichtig. Irgendein Verfassungschef kann sich natürlich aufregen, wie er möchte, aber er kann eben die wahre Demokratie nicht ändern. Und die wahre Demokratie ist, wenn die Menschen etwas wollen, werden sie demokratisch denjenigen wählen, wo sie am ehesten glauben, dass er das umsetzen kann. Und weil FDP und CDU eben jetzt genauso linksgrün geworden sind, die FDP als Teil der Ampelregierung, die CDU, wie gesagt, biedert sich bei den Grünen an und regiert in 6 Bundesländern zusammen mit den Grünen. Nur deswegen ist es ja so, dass es die AfD überhaupt gibt. Also das ist eine Realität, die man akzeptieren sollte, wenn man Verfassungsschutzchef wäre. Und diese permanenten Diffamierungen, die waren ja immer nur zu einer Sache wirklich gut. Man möchte die Bürger abschrecken. Und jetzt, wo das nicht mehr wirklich funktioniert, da wird man beim Verfassungsschutz schon ziemlich panisch, ziemlich hektisch, muss man sagen. Und Alice Weidel hat darauf nun die perfekte Antwort. Was genau gemeint ist, zeige ich euch gleich.
Alles fing ja damit an, dass AfD-Chefin Alice Weidel meinte, der Verfassungsschutz wäre eine völlig durchgedrehte Behörde. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine knallharte, eine direkte Ansage, die man so früher nicht gehört hat. Da merkt man einfach, Frau Weidel schlägt jetzt zurück, die Opposition schlägt jetzt zurück. Und das ist ja nicht nur Worte, das sind ja auch Taten, weil die AfD hat ja tatsächlich eine Abmahnung geschickt an den Verfassungsschutz, weil sie eben meint, die Wähler würden beeinflusst werden und Wählerbeeinflussung wäre eben nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Nun, wenn man hier eine Faktenprüfung macht und schaut, werden denn die Wähler beeinflusst, kann man das wirklich klar bejahen. Ich blende hier die Quelle auch ein von der Neuen Zürcher Zeitung. Da hat ja wirklich Thomas Haldenwang gesagt, der Verfassungsschutzchef, und das ist ja wirklich unglaublich, dass man sowas als Verfassungsschutzchef sagen kann, es wäre nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes, die Werte der AfD zu senken. Also die Werte einer Partei zu senken, sollte die Aufgabe von niemandem sein, weil die Bürger entscheiden ja darüber, wer gewählt wird. Und alles andere macht eben unsere Demokratie lächerlich, macht unsere Demokratie überflüssig. Und ich denke, das sollten diese Leute überhaupt gar nicht wollen können, wenn es doch so angeblich tolle Superdemokraten sind, wie sie immer tun. Aber wir sehen eben, der Wind, der hat sich gedreht und es gibt eben kein Duckmäusertum mehr. Man duckt sich nicht mehr weg, nein, man geht wirklich konfrontativ vor, sieht man zum Beispiel jetzt auch am Vorgehen der Südwest-AfD, die zum einen politisch gesehen eine Abschaffung des Verfassungsschutzes fordert und zum anderen auch meint, man würde eben gegen die Beobachtung klagen wollen, hat die AfD Baden-Württemberg erst jetzt verkündet. Also wir sehen, dass eben ein Paradigmenwechsel erfolgt. Und warum ist der Erfolg? Das ist eben das Entscheidende. Nicht etwa, weil die AfD es nicht konstruktiv versucht hätte. Nein, wir müssen es hier wirklich aufschlüsseln. Es ist eine Sache passiert, es ist praktisch ein Groschen gefallen. Und der besagt, in Deutschland wird generell nicht geduldet, wenn irgendjemand eine konservative Meinung hat. Also man kann es diesen Leuten nicht recht machen. Man kann es diesen Linken nicht recht machen. Sobald irgendjemand nicht linksgrün ist, dann wird er sofort von diesen Behörden eben schikaniert oder dann wird er eben ausgegrenzt. Wir haben dafür genug Belege. Zum Beispiel, dass eben auch gemäßigte AfD-Politiker wie Alice Weidel so stark beschossen werden öffentlich. Aber zum Beispiel, was man auch ganz klar sagen muss, dass auch die Bürger in Wut in Bremen jetzt im Parlament ausgegrenzt werden, obwohl sie überhaupt nichts mit der AfD zu tun haben. Oder zum Beispiel sieht man ja auch am öffentlichen Umgang mit Sarah Wagenknecht, es geht generell darum, dass man Meinungen nicht zulassen will. Und dieses, dass die AfD denken könnte, man müsse sich nur ein bisschen weiter bei den Linken beliebt machen, dann würde man Ruhe gelassen werden, das ist endlich vorbei, diese Distanzeritis ist endlich vorbei. Man hat nun begriffen, dass man nur geschlossen gewinnen kann, weil es generell darum geht, dass eine Behörde, die eben politisch instrumentalisiert wird, gegen eine Partei vorgeht. Und dafür gibt es ja auch Belege. Thomas Haldenwang ist ja CDU-Mitglied, da kann man also sagen, es ist ein Parteigänger. Und wir können hier wirklich mal einen Faktencheck machen, der wird euch aus den Socken hauen, was ich euch jetzt zeige. Denn das ist unfassbar. Die AfD-Jugend in Brandenburg, die wurde ja wirklich hochgestuft, erst aktuell, vom Verfassungsschutz. Also junge Menschen, die eben eine andere Meinung zur Politik haben und diese Meinung passt dem System nicht, also hochgestuft. Jetzt müsste man sagen, okay, verfolgt man denn wirklich eine Linie, die Sinn macht, also wo man alle gleich behandelt? Schauen wir uns doch mal andere junge Menschen an, die mit sehr radikalen Methoden für ihre Ziele kämpfen, nämlich die letzte Generation. Wir hatten jetzt erst wieder in Hamburg eben den blockierten Flughafen, wo übrigens alle wieder auf freiem Fuß sind. Er ist ja auch ganz herrlich, der Rechtsstaat, nicht wahr? Du kannst heute in Deutschland einen Flughafen sabotieren, du kannst in Sicherheitsbereiche vordringen und es passiert nichts. Und zu diesen Leuten, also zu diesen Klimaradikalen, sagt der Verfassungsschutz, die wären kein Problem, die müsste man nicht beobachten. Das wären keine Extremisten. Also nochmal Leute, wenn ihr euch auf der Straße festklebt, wenn ihr den Menschenleben am Verkehr gefährdet, wenn ihr auf dem Flughafen irgendwie Terror macht, dann seid ihr eben keine Extremisten. Aber ganz wichtig, wenn ihr nur eine andere Meinung habt und die nicht grün ist, dann seid ihr Extremisten. Und ich finde, genau das entlarvt wirklich ganz deutlich, was hier gerade passiert. Deswegen muss man froh sein, dass Alice Weidel und die AfD das erkannt haben und dass sie sich jetzt eben auch dagegen wehren. Was ist eure Meinung dazu? Wie denkt ihr heute über den Verfassungsschutz? Seht ihr das auch so, dass es mittlerweile wirklich so ist, dass Linke und Grüne in diesem Land alles dürfen, aber kaum ist irgendwas ein bisschen weiter rechts als die Antifa wird es bekämpft? Schreibt in die Kommentare und findet ihr es gut, dass die AfD sich auch rechtlich gegen den Verfassungsschutz wehrt? Werdet ihr AfD wählen, so oder so, ob Verfassungsschutzbeobachtung oder nicht? All das interessiert mich, all das in die Kommentare. Und noch viel wichtiger, teilt jetzt dieses Video überall mit euren Freunden, mit eurer Familie, weil die Menschen in diesem Land, die müssen umdenken, die müssen verstehen, was es mit der Bekämpfung der Opposition in Deutschland wirklich auf sich hat. Denn ich finde, die Menschen haben die Wahrheit verdient.
Denn dieses Plädoyer ist mir auch persönlich wichtig. In einer Demokratie muss es erlaubt sein, ja auch demokratisch rechts sein zu dürfen. Denn es muss ja eine Grenze geben, wo man sagt, man kann demokratisch links sein, man kann demokratisch rechts sein, man kann in der Mitte sein. Das muss alles erlaubt sein. Wenn man sagt, rechts ist gleich immer extremistisch und es gibt ja anscheinend heute nichts mehr, wie man demokratisch rechts sein darf, dann hat man wirklich ein Problem. Um das Ganze noch wirklich mit der Lächerlichkeit preiszugeben, was der Verfassungsschutz macht, zeige ich euch hier noch einen Screenshot der grünen Jugend, die offen mit einer Kampagne "Ich bin links" extrem werben. Das ist kein Witz, ich blende euch hier auch die Quelle ein. Ich konnte das selber gar nicht glauben. Also die grüne Jugend kann von sich selbst sagen, dass sie gerne linksextrem ist und wird nicht beobachtet, aber die AfD, die soll angeblich rechtsextrem sein. Also ich finde, entweder man hat so eine ganz strenge Behörde, die dann wirklich alles Mögliche beobachtet, also auch Grüne, also auch Linke, also auch Jusos von der SPD, oder man hat eben gar keine Behörde und schafft so eine Behörde ab, aber es kann nicht sein, dass man in Deutschland einseitig eine politische Richtung benachteiligt. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Und das ist eben gerade das, wo auch viele denken, sie dürften, wenn es gegen rechts geht, sich alles erlauben. Ich blende euch hier ein, was ich neulich bekommen habe. Da hat mich ein Nutzer wirklich als rechtsradikaler Spinner beleidigt. Wie gesagt, ich kenne sowas schon für meine Arbeit, so beschimpft zu werden. Aber was noch viel prägnanter ist, er hat jeden Einzelnen von euch, der meine Arbeit unterstützt, als Nazi beleidigt. Also er hat wirklich geschrieben, hier blende ich auch die Quelle ein, es ist wirklich unfassbar, die Menschen, die meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützen, das wären alles Nazis. Also Leute, es ist doch schön, dass ihr euch hier so beleidigen lassen müsst. Ich hoffe natürlich, ihr lasst euch davon nicht allzu sehr beeindrucken, denn dadurch zeigen ja diese Grünen auch, wie sehr es sie wirklich triggert, wie sehr es sie aufregt, dass hier meine Arbeit fördert. Diese Leute kamen noch nie darauf klar, dass ich im Gegensatz zum Rundfunk hier völlig freiwillig von den Menschen unterstützt werde. Und deswegen sage ich hier auch mal scherzhaft wirklich Danke an alle ach so Bösen, die sich wirklich trauen, hinter mir zu stehen und die auch meine journalistische Arbeit jetzt erst recht freiwillig finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr es tun könnt, blende ich hier im Video ein. Sie ist auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Ihr solltet wissen, dass jeder, der per Bankverbindung oder per PayPal mit seiner Unterstützung eben hier dazu beiträgt, dass ich weiterkämpfen kann, der bedeutet mir wirklich viel. Diese Menschen, die machen, dass ich hier weitermachen kann. Ihr macht, dass ich hier weiterkämpfen kann. Deswegen danke an euch alle. Das ist echt nicht selbstverständlich. Und ihr könnt jetzt natürlich noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich freue mich sehr, wenn ihr das macht, Leute. Bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann und ciao.